Ja, bei mir ist Niklas Gieske, einer von 7 Neuzugängen bei Rastafechter. Niklas, der Stoppelmarkt ist vorbei. Ist die Saison, die auf Rastafechter jetzt wartet, wird das eine Achterbahnfahrt oder eher so ein gechillter Abend im Zelt? Ja, den gechillten Abend im Zelt habe ich gar nicht mitgemacht. Von daher kann ich es nicht genau sagen. Ich denke, es geht natürlich hoch und runter. Das geht es in jeder Saison. Ich glaube aber, dass wir eine gute Mischung haben im Team. Die ersten Eindrücke waren sehr, sehr gut. Dementsprechend hoffe ich natürlich, dass wir schnell oben auf sind. Und ich glaube, am Anfang stehen sofort wichtige Partien an. Dementsprechend soll es direkt nach oben gehen und dann schauen wir einfach mal, wie es verläuft. Ja. Jetzt bringst du schon so ein bisschen Erstliga-Erfahrung mit aus deiner Zeit in Hagen. Das wird dir wahrscheinlich hier beim Start ein bisschen helfen, oder? Natürlich. Ich meine, ich habe jetzt 3 Jahre Bundesliga gespielt, bin trotzdem noch relativ jung. Aber da viele auch aus unsere ausländischen Spieler auch aus anderen europäischen Ligen kommen, ist es, glaube ich, doch immer ein bisschen eine Umstellung, Schiedsrichterumfeld, das ist alles so ein bisschen anders. Und das ist natürlich, glaube ich, wichtig, wenn man so 2, 3, 4 Spieler hat, die alle schon mal die Liga kennen und auf die man dann so ein bisschen, zumindest so was Hörensagen angeht, aufbauen kann. Jetzt ist es ja fast Zufall, dass in die Hagener Halle genauso viele Zuschauer reinpassen wie in den Rasterdome, nämlich 3140. Ja. Ich glaube, die Stimmung wird ähnlich sein, oder? Ja, also die Stimmung in Hagen war immer super. Ich habe nur damals mein erstes Spiel hier sogar gestartet, vor 3 Jahren. Und ich kann mich erinnern, dass die Stimmung der Wahnsinn war. Wir haben zwar irgendwie glücklich mit Hagen gewonnen damals, aber das war schon echt beeindruckend, weil einfach die Fans so super nah dran sind. Und ich freue mich wirklich schon auf die ersten Spiele jetzt. Ja, Andreas Wagner, bei der Pressekonferenz standen gerade goldene Tassen auf den Tischen. Ist Platz 16 vergleichbar mit einer Goldmedaille für Rastafechter? Ja, ich will es gar nicht so von Platzierungen abhängig machen. Natürlich ist als Aufsteiger immer das Ziel, die Liga zu halten. Aber ich denke auch, es muss das Ziel sein, einfach auch in jedem Spiel wettbewerbsfähig zu sein und guten Basketball zu spielen. Und ich möchte mich da gar nicht jetzt so von Platzierungen leiten lassen, sondern jetzt schauen, dass wir von Spiel zu Spiel denken und möglichst in jedem Spiel halt eben schauen, dass wir da auch eine Chance haben, das Spiel zu gewinnen, egal gegen wen es geht. Was dann am Ende dabei rauskommt, ist immer schwer zu sagen. So eine Saison ist lang, es kann viel passieren. Man heißt immer, es gibt Favoriten oder die sind Abstiegskandidaten. Da lasse ich mich gar nicht drauf ein. Ich bereite die Mannschaft so vor aufs erste Spiel und dann, wie wir es letztes Jahr gemacht haben, geht das von Spiel zu Spiel. Das Gesicht der Mannschaft hat sich enorm verändert. Es sind nur 3 Spieler geblieben, 7 neue sind dazugekommen. Können Sie kurz beschreiben, was die neue Mannschaft anders ausmacht als diese Pro-A-Vizemeistermannschaft? Ja, zum einen ist sie ein bisschen jünger. Wir haben ein bisschen einen besseren Mix zwischen jung und alt. Und wir sind etwas athletischer geworden gegenüber letzten Jahr, was, denke ich, sehr, sehr wichtig ist in der ersten Liga, da die Liga doch sehr, sehr schnell ist und sehr viele Athleten eben da drin spielen. Das haben wir jetzt auch gemacht. Und natürlich haben wir auch ein bisschen an Qualität gefeilt, weil natürlich ist es der Sprung pro A, erste Liga ist groß, das wird manchmal unterschätzt. Und deswegen haben wir halt versucht, die bestmöglichste Mannschaft eben aufzustellen mit unseren Möglichkeiten. Am Samstag um 18 Uhr gibt es jetzt das erste von insgesamt 9 Testspielen. Die Hamburg Towers sind zu Gast. Was erwarten Sie von diesem ersten Spiel? Ja, ich erwarte, dass wir mal die Mannschaft zusammen spielt einfach. Das ist eine neue zusammengewürfelte Mannschaft. Die kennen sich nicht besonders gut. Es wird dann noch dauern, bis da alles wirklich funktioniert. Aber wir haben jetzt 2 Wochen gearbeitet und wir erwarten natürlich, dass vor allem eine hohe Intensität gefahren wird, dass wir hart verteidigen, was für uns wichtig ist. Aber dass wir eben auch schon das ein oder andere offenes System vielleicht durchlaufen können und dass wir jetzt einfach mal die Mannschaft zusammenbekommen, dass die unter einer Wettkampfbedingung einfach mal zusammen spielen. Das wird ganz wichtig sein. Ich denke, die gesamten neuen Vorbereitungsspiele werden sehr, sehr wichtig sein. Das Ergebnis ist zweitrangig erstmal. Es geht darum, dass wir ein Team formen, was eben am ersten Spieltag bereit ist.